Ich finde Musik immer dann stimmig, wenn ich die Menschen, die das machen, auch dahinter spüre. Jahren niemals diese Entwicklung prognostizieren können, die bis jetzt passiert ist. Unabhängig davon, was formal möglich ist, der Inhalt hat immer mit irgendeiner Person zu tun. Und es gibt immer starke Personen, die bestimmte Inhalte anzubieten haben, die dann verpackt werden mit der Mode, mit den zeitgemäßen Techniken. Faszinierend, wie das jedes Jahr noch ein bisschen relaxter wird, noch mehr Raum für Spielfreude. Ist schon auch so, dass natürlich jetzt mit den Jahren ich schon auch im Live-Kontext mich weiter aus dem Fenster lehne. Und ich glaube, der Helmut vertraut mir auch inzwischen, dass wenn ich das tue, dass das nicht bedeutet, dass der Song jetzt auseinanderfliegt, sondern dass der Song immer noch funktioniert. Weil er hat schon hinter den Songs eine ganz klare Vorstellung, wie was kommen soll und in welcher Reihenfolge. Und ich kann es auch nachvollziehen. Deswegen ist es ein sanftes Grenze verschieben. Und ich finde, er gutiert es, er findet es gut, es macht ihm, glaube ich, Spaß. Ich glaube, das ist ohnehin die Stärke des Huddler-Konzepts, dass der Helmut zulässt, dass wir alle unsere Stärken ausspielen. Und deswegen funktioniert es auch gut und deswegen hat man auch nach all den Jahren, also ich spiele seit 13 Jahren, immer noch Spaß, weil ich einfach die Möglichkeit habe, den Song Abend für Abend wieder neu zu erfinden, neu zu begleiten. Gerade Fine Days, die fand ich jetzt so unglaublich langweilig, das irgendwie als mit Playback irgendwie zu spielen. Das war so ein bisschen wie, ja, wir können ins Bierzelt gehen, keine Ahnung. Also, und da bastelt man rum, jetzt haben wir irgendwie fast so eine Dub-Nummer draus gemacht, auch toll. Und heute probieren wir mal eine reine Duo-Geschichte, Bass und Gesang. Also für mich ist es natürlich immer schön, wenn auch mal der Computer nicht dabei ist. Und deswegen genieße ich die Version jetzt von No Fine Days im Duo mit dem Helmut. Unglaublich. Kleine Premiere, Duette, Fine Days, Meister.
Ja, im Prinzip hat sich eigentlich alles geändert. Es hat sich die Einstellung, Musik war damals Kulturrevolution und auch die ganzen technischen Dinge haben sich ja dramatisch verändert. Und dadurch ändert sich meistens mehr, als Leute eigentlich bereit sind, von selber an Entwicklungen beizutragen. Also da gab es Vinyl, das war nicht kopierbar. Man hat zusammen gewohnt, das war die Kran-Geschichte. Dann gab es Tab 2, dann kam CD. Auch großes Management, große Plattenfirmen, die im Hintergrund gearbeitet haben und wir sind sozusagen ferngesteuert durch die Welt gekarrt worden. Und dann nach dem Bruch von Tattoo war halt auch so eine klare Zäsur, Plattenfirmen, was will man mit denen überhaupt noch so? Ne? Also wenn man künstlerisch tätig ist, was hat es für Wirkung? Und ich habe mich einfach entschlossen, selber mein Label zu gründen, obwohl ich das eigentlich mir nicht zugetraut habe. Und Booking-Agentur zu sein, im Prinzip auf die veränderten Umstände so zu reagieren, dass es für mich sich gut anfühlt. Also ich habe sozusagen eine komplette Kontrolle über die ganze Geschichte da ist und das macht mich auch sehr viel demütiger, als wenn ich irgendwie nur rumgeschickt werde. Am meisten Arbeit ist das erste Mal, die Stücke von der reinen Studioarbeit in eine live funktionierende Version zu übertragen. In unseren Bandsound. Das ist letztlich genau. Die Aufgabe, die es irgendwie zu erledigen gilt. Genauso wie der Helmut, der von unterschiedlichsten Produzenten ja Material kriegt. Und es ist eigentlich kein homogenes keine homogene Ausgangsbasis. Und Helmut schafft es auf den Platten durch seine Art, wie er Bass spielt und durch seine Art, wie er dann Kompositionen entstehen lässt. Und eigentlich das gleiche Ding machen wir dann nochmal für die Umsetzung auf der Bühne, dass wir halt diese Studioplatten versuchen, irgendwie in den homogenen Bandsound einzugießen. Ich trenne ganz klar zwischen Inhalt und Verpackung in der Musik und auch zwischen Prozess und Produkt. Also wenn ich Prozess habe, ist es wirklich eine super klare Privatsache. Nicht mal meine Freundin muss die Sachen hören, die ich da im Kopf habe oder in meinem Herz rum experimentiere. Aber wenn es ein Produkt ist, muss ich auch anders denken. Und so ist es beim Inhalt und Form vielleicht auch. Ich brauche Leute, die toll verpacken, aber das, was ich dazu komponiere, das muss auch allein funktionieren. Ich habe ganz viele Songs gemacht, die ich auf Vorgaben aus dem Elektrobereich, Beats, Sounds irgendwie gemacht habe. Aber wenn ich das alles weglasse, nur den Bass und die Stimmenführung habe, dann funktioniert der Song immer noch und dann ist es ein guter Song. Es geht ja nicht nur ums Geschäft, also es geht ja nicht darum, jetzt Umsatz zu machen und jede Einheit genau abzurechnen. Das ist sowieso ein großer Graubereich, wenn man sich da rein verfrachtet, dann wirst du sowieso verrückt. Also im Prinzip geht es auch darum, selber seine eigene Besessenheit zu freuen, Musik zu machen, die sich gut anfühlt, Dinge zu wagen, die eine Plattenfirma wahrscheinlich niemals abnicken würde. Also diese Freiheit auch zu nutzen, um da wieder neue Horizonte zu erstürmen. Also es ist eine große Chance, auch aus so einer Unklarheit heraus Dinge zu tun, die gut für einen sind. Ganz einfach.